Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde Hearthstone. Wir sind immer noch am Questen, wollen 700 Gold für den nächsten Wing. Paladin funktioniert momentan, wir bleiben dabei. Wir hängen gerade in der Siegessträhne, das heißt, wenn wir jetzt das Spiel gewinnen sollten, hätten wir Rang 16, alle drei Sterne voll. Noch ein Spiel gewinnen, würde Rang 15 sein, wäre ein Rang, den ich persönlich nicht erreicht habe, würde ich mich sehr darüber freuen. Da sieht man natürlich dann auch die Lernkurve, wer meine anderen Videos verfolgt hat. Anduin. Dementsprechend ist das Licht mich wird den Sieg bringen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Freude. So, wir sortieren aus. Den brauchen wir noch nicht. Den brauchen wir auch nicht. Was haben wir? Einen Priester schon wieder? Du, lass mal dabei. Priester sind immer so. Ich mag euch nicht. Aber gut, wir haben ja diesmal den Paladin. Was eventuell ein mehr möglich ist. Zucht, weil wir nicht viel machen können. Ist jemand verletzt? Ich hatte es befürchtet. Ich hasse diese Karte. So, was können wir machen? Melde mich zum Stehen. In der Hoffnung, dass er ihn stehen lässt. Aber er wird sich wahrscheinlich daran aufreiben und hochheilen. Und dann können wir Ron Golem spielen. Wenn er stehen lässt, buffen wir, nehmen wir also runter. Heilt er sie? Nee, jetzt so der. Er hat sie nicht mal heilt. Willst du keine Karte ziehen, lieber Haku? Okay. So, ein Golem. Wenn du keine Karte ziehen willst, musst du keine ziehen. So. Okay, und macht jetzt drei Mana, was so wichtig sein könnte. Lichtboot. Okay, alright. Alright. Lasst mich kurz überlegen. Also, für die Gerechtigkeit. Ich bin gerne Schaden. Einserling. Sollte den heilen, dass ein 3-3er wird. Können wir ihn erstmal mit dem Echtsilber-Champion noch töten? Oder wir buffen den Golem hoch. Oder meine oder Augen sind offen. Dann kann man noch den Schlachtzugleiter spielen. Okay, er heilt ihn damit. Aber okay. Vier Schaden. Gut, die fressen wir nochmal mit dem F-Silber-Champion, das ist okay. Und dann. Ach, schön. Für die Gerechtigkeit. Das sieht okay aus. Kann ich erstmal mit leben. Wenn er den nicht runternimmt, kriegt er direkt den Segen der Könige rein. Ja, aber das hat er schon. So, was können wir spielen, was Sinn macht? Was macht Sinn? Den kann er nicht töten mit einem Zauber. Ich habe die besten Angebote. Und dann können wir den natürlich dementsprechend noch Zauberkarten von Latz knallen. Jetzt haben wir ein paar Karten. 19 zu 20 Karten. Er hat seine Klerikerin nicht ausgenutzt. Er hat sie gewickelt. Zweimal nutzen können. Nein, das ist aber nicht von dir. Nö, das machen wir. Sinnvoll wäre es, den zu spielen. Definitiv sinnvoll. Der macht keinen Sinn. Der macht keinen Sinn. Der macht noch keinen Sinn. Also wenn wir den spielen, haben damit so ein bisschen das Lebensverhältnis ausgeglichen, 30 zu 29.
quasi alle nochmal auf 0 gestellt, plus dass er 12 Karten weniger hat und wir 11 Karten weniger. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen! Okay, wie können wir den schnellstmöglich töten, ohne große Verluste? Sicher den Segen der Könige auf Blitzen? Den Segen der Könige auf Blitzen. Und der wird bewerben. Rache. Aber wir haben später noch Bitte. Und beenden den Zug und hoffen inständig, dass er keine 3 Schaden irgendwie aufbringen kann. Ich könnte natürlich eine Menge dafür ziehen. Der Hammer fällt mir ein. Eventuell eine Weihe. Ah, shit. Nochmal. Okay, wohl mit 2 Monaten wird er wohl nicht viel spielen können, dementsprechend. Spielt einen Schlamm. Okay, wir haben keine Waffe ab. Mein Schild für Argus! Wir könnten ihn jetzt noch runternehmen, damit er den auch gar nicht gefährdet. Wollen wir das machen? Auf jeden Fall ein Mob eine Weihe spielen. Ich krieg ja Probleme mit der GEMA. Lasst mich nach. Dann nehmen wir das Ding zurück und werden damit nochmal buffen. Wenn es denn möglich ist. Ich hoffe, er kann nicht mehr viel machen. Aber er hat natürlich eine Menge Karten auf der Hand. Also 8 Karten. Da kann man einiges machen. Das ist befürchtet, ein Molinova. Oh, und ein Molinova. Da kann man noch woanders anhören. Das wirklich Ärgerliche dabei ist nur, den verlieren wir. Das wollen wir aber nicht. Das heißt, wir setzen den hier dazwischen und dann einfach den Zug in der Hoffnung, dass das kein Fehler war. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Okay, hat er sich geklaut oder hat er die selber? Nicht im Gold, dann hat er die selber. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Überlegen. Wir machen 9, 11 Schaden. Müssen aber hoffen, dass er nicht den übernimmt. Lasst mich nachdenken. Noch eine Runde. Auf in die Büsche. Wir hoffen. Weil den wird er jetzt, den kann er nur darin hören, das heißt, den kann er dann nicht übernehmen. Erstmal richtig überlegen, nicht? So, das oder. Ja, das war ja nun ein Fehler. Begrüßt die Lehre. Okay, ich sehe den Kreis der Heilung auf Blitzen. Ich heile ihn. Ich heile ihn. Mit diesem blöden Priester. Deswegen hat er auch die vorher erhalten, wenn ich mich gefragt habe, warum macht er das? Shit. Gut. Wenn er den spielen, übernimmt er den. Das ist Quatsch.
Okay, um Schaden anzusetzen. Oder wir ziehen nächste Runde mal noch irgendeine zweite Weihe oder Hammer oder so. Damit könnten wir der auch beenden. Das könnt ihr nicht ernst meinen! Silber-Champion wäre auch perfekt. Was macht er jetzt? Na, wird den heilen? Siegen der König. Also ich hätte jetzt die Rinne holen, aber Spott oder so. Okay. Plus 4 muss weg. Und jetzt, wenn er nicht doof ist, haut er den darin, übernimmt den und dann stehen wir wieder blöd da. Na, mal gucken. Vielleicht vergisst er und will auch den heilen. Natürlich optimal für uns, dann würde er ihn selber töten. Oh shit. Und noch ein Sieg der Kenny hat. Unglaublich. Unglaublich, das Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht. Ja, kann halt nie immer funktionieren, ne? Er hat die richtigen Karten bekommen. Ah, ihr seht schon, Saison Detna, ein Tag verbleibend. Das heißt, unseren Rang 15 werden wir wohl nicht mehr erreichen. Ist aber okay für uns. Nächste Saison neues Glück, nicht? Wir werden weiterhin probieren, die 700 Gold zusammenzukriegen für den nächsten Wing. Bleibt nicht mehr viel zu sagen. Halt. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Dann können wir uns da gemeinsam rantasten. Alles klar. Bis dahin. Ciao.